weiter mit dem 39. Teil des Let's Plays. Ich habe mir überlegt, dass ich da, wo ich das dann habe, muss ich ja noch den Hebel einschalten, damit ich anschließend eine Fackel wegnehmen kann. Weil ich halt noch eben da die Fackel hingesetzt habe, die kann ich jetzt ja auch wegnehmen. Weil das letzte mir sowieso anbleibt. Es wird dunkel. Und unten da, wo ich die Farm habe, will ich Akazienholz hinmachen. Aber erstmal muss ich die Seeds brauche nicht, das Redstone brauche ich auch gerade nicht mehr. Also Sachen, die ich nicht mehr brauche. Die kann ich auch nicht mehr wieder reinpacken. Bei Eichenholzbretter sind die wenig. Muss ein bisschen mehr holen hier. Und das wollte ich ja aus Akazienholz machen. Ich wollte das ja unten. Da ist noch nicht Nacht geworden. Da ist der Mond gerade auf. Ich schlafe ja immer mit Mondaufgang. Kann ich ja immer schlafen oder also nicht immer direkt zu Beginn einer Nacht. Bei Vollmond gehe ich dann wieder raus, um Slimes hier zu fahren, weil ich ja im Sumpfgebiet wohne. Eine Axt habe ich hier schon mal. Inventar ist relativ leer. Dann sollte ich hier schon mal die Schwarzeichen hier abernten. Die bringen immer sehr viel Holz. Und es ist auch immer ziemlich dunkel unter denen. Braucht die Axt auch ordentlich auf hier. Dieses ganze Holz hier. Jetzt züchte ich hier alle Holzarten. Ich könnte vielleicht sonst in Zukunft noch größere Flächen diesen Erzen weisen. Damit ich dann noch schneller welches Holz kriegen kann. Mal ran. Wir müssen Erde holen. Erde ist eigentlich der beste Hochbaumaterial. Oder das Beste. Nicht der, sondern das Beste. Das ist grammatikalisch richtig. Ja, eigentlich relativ genau sein mit Grammatik, Rechtschreibung, um wirklich eine 1 in der Schule zu bekommen. Weil noch wenig gehe ich an die Schule. Das Bob ist direkt schon wieder Letztlinge. Ich habe jetzt mal die Schwarzeichenholz abgebaut. Erstmal wieder wollte ich das ja mit dem Akazienholz ausstatten. Da habe ich dann das Akazienholz hier. Machen wir so viel brauche ich da nicht. Das ist aber einfach eine schön aussehende Holzart. Boden damit auch ausstatten. Hier sieht es auch ein bisschen schöner aus. Hier muss auch noch ein bisschen mehr Akazienholz hin. Hebel kann ich gerade nicht abbauen, weil sonst würde nämlich das ganze Getreide fahren würde dann alles weggemacht, weggeschwemmt werden. Also darf ich das immer nicht machen. Packe ich erstmal das Akazienholz wieder weg. Schwarzeichenholz. Was ist das denn? Fichtenholz, da ist Schwarzeiche. Die weitere Setzlinge und einer Akazienholz brauche ich auch nicht unbedingt. Ich muss erstmal gucken, wie viele Setzlinge da gedroppt sind. Oder muss ich mir die dort gedroppten Setzlinge holen? Ich gehe endlich zu hier. Die Kate aber nicht richtig da oben. Da
da ist noch ein Stück Holz drin. Die Axt ist noch aufbrauchen. Wie viel Durability hat die noch? Null. Weg. Noch ein Stück Holz. Fünf weitere Setzlinge. Das ist jetzt die Holzfarm, die ich da hingesetzt habe. Ich hab hier auch einen Kopf, da baue ich jetzt auch mal einen Cobblestone-Weg hin. Das wollte ich gerade machen. Da rein mit den Setzlingen und das Holz kommt da auch rein. Ich muss mir eine neue Axt oder lässt mich zwei neue Äxte herstellen hier. Zwei neue Äxte und mir ein bisschen mehr Cobblestone holen. Da, Cobblestone ist mehr. Das ist zur Holzfarm führt. Also Cobblestone wegen überall hin. Das ist ja die Kuh, Schwein und Schaffarm. Also Schweine, da brauchen wir Karotten. Aber Karotten habe ich gestern noch keine wirklichen Zuchtart gefunden, wenn ich züchtet. Also ich habe zwar eine Karotte, aber die, wir wollen natürlich irgendwie wieder Karotten anpflanzen, weil wir noch nicht genau. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken, wie man die macht. Werde ich natürlich nicht im Laufe des Let's Plays machen, sondern wir haben natürlich ein bisschen hochgebaut. Die Fläche ist keine vollständig ausgefüllte. Das ist so mit Cobblestone auffüllen. Braucht aber ganz schön viel von der Schaufel hier. So kann ich den Kobbelweg bauen. Der Kobbelweg, der soll erstmal alles hier verbinden, was ich hier habe. Damit ich schön in die Landschaft integrieren hier. Hier muss auch noch ein bisschen. Und jetzt noch ein bisschen mehr habe ich nicht. So, da habe ich jetzt schon wieder mich einmal verbaut. Jetzt geht der Kobbelweg ja auch hier lang. Fackel, 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 Fackel. Ein weiterer Setzling gedroppt und ein Apfel und noch ein Setzling. Drei Setzlinge reichen nicht aus, um einen Baum zu pflanzen. Hier ist ein See. Das ist die erste Schaufel auf dem am Ende. Ich habe jetzt noch eine zweite Schaufel hier. Hier ist alles nämlich oben drauf gebaute Fläche, deswegen muss ich das so ein bisschen an der Seite machen. Und jeder Baumart hat hier zugewiesenes Gebiet. Von jetzt ist er nur 10x10, aber ich glaube, ich könnte dann die Fläche auf 20x20 erhöhen. Oder 20x10 erhöhen, indem ich einen Zaun wegmache. Irgendwie braucht der Weg ja nur bis hier gehen. Cobblestone-Weg. Das ist ganz schön viel Cobblestone, was man da schon kriegt. Da sind Fichten, da sind Eichen. Da liegt noch ein Setzling rum. Dadurch kann ich jetzt einen weiteren Baum pflanzen. Da einen Schwarzeichenbaum hinsetzen. Die müssen ja in 2x2 Formation gemacht werden. Und hier sind Dschungelbäume gewachsen. Zwei Stück habe ich da. Und ein neues Haus wäre auch nicht schlecht, wenn ich das hier so ein Haus hinbauen würde. Jetzt hier einen weiteren Weg hingraben. Ein
und den letzten Cobblestone für sein Inventar habe, aber ich habe noch viel mehr. Also mein Cobblestone wird niemals aufgehen. Hier mal einen Block, dadurch kriege ich auch sehr viel Erde. Hier muss ich ja wegen dem Weg hier noch weggraben. Den Cobblestone-Weg. Dann kriege ich jetzt auch noch mal 5 Erde. Da springt über 17 raus. Die Schaufel ist auch wieder fast aufgebraucht. Hier ist keine weitere Schaufel hier. Wo man alles auch ohne Schaufel erledigen kann. Es ist auch wieder dunkel, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ja, es wird wieder dunkel. Aber ich habe noch 42 Cobblestones, die ich hier hinsetzen kann. Den Cobblestone-Weg hier weiterbauen. So sind die Cobbles erstmal wieder ausgegangen. Die Kürbisse und Melonen sind fast komplett fertig. Es muss nur da ein Kürbis wieder wachsen. Die Sonne geht unter. Und hier sieht man auch, was ich alles hier am Arbeiten bin. Nach oben gehen, schlafen. Ach, geht noch nicht. Die Sonne muss, glaube ich, erst hier den Horizont berühren. Das tut sie jetzt. Und jetzt kann ich auch schlafen. Sobald man da den Mond aufgehen sieht. Halbmond, das heißt noch 2 Nächte. Also die nächste Nacht kann ich noch überspringen. Ja, erst Kobbel holen. Da waren noch 50 Birkenholz. Und das Holz, die Holz, das Holz hier soll hier rein. 64 und 9 habe ich. Und da waren noch 12 weitere, also 1, 2, 3, 4 oder hier davon raus. Ich habe hier erstmal weiter Cobblestone geholt. Ah, ich habe eine Schaufel vergessen. Hier bin ich jetzt ein bisschen leicht verletzlich, aber eine Schaufel muss ich hier noch holen. Ich muss am besten hier. Hier habe ich keine mehr drin, aber ich kann mir erstmal welche craften. Jetzt 2 Stück. So. 2 Schaufeln und 2 Äxte habe ich auch wieder. Ich mache immer auf Stein, weil Stein ist das günstigste Material. Hat man eigentlich so gut wie unendlich oft zur Verfügung. Ist auch züchtbar. Indem man das mit dem Lava macht, mit der Lava macht. Das ist sogar züchtbares, unendlich oft vorhandenes Material. Ich bin jetzt bis hier gekommen mit dem Kurbelweg. Brauche ich nicht mehr viel für den Kurbelweg. Das hier muss ja nur gehen. Das sind alles Wege zu meinen nächsten Farmen. Und hier wird ja Holz gezüchtet. Hier kommen Fackeln hin. Und ich kann auch weiteren Schwarzeichenholz. Schwarzeichenholzbaum platzieren, und zwar hier lässt ich immer hin. Weitere Schwarzeichen. Sind relativ massive Bäume. Dabei kann man auch Giganten-Dschungelbäume. Die eigentlich cool hier. Das ist der höhere Baum, den kriege ich nicht bis nach oben weg. Die exotischen Baumarten, die man nicht bei mir direkt in der Nähe befindet. Züchte ich eigentlich hier auch. Muss nur mit 3 Erdblöcken hochbauen. Hier muss ich mich glaube ich nicht hochbauen. Lass die Tür erstmal offen. Hier ist noch ein nicht zerfallender Baum. Ein nicht zerfallender Baum, weil da noch Holz drin ist.
Akazien, das Ding habe ich leider nicht. Da ziehe ich meine Akazienholz rein. Da kommt direkt ein Setzling. Gehe ich mal auf die andere Seite und holen wir noch ein wenig das Eichenholz, das hier ist. Ein relativ dichter Wald raus geworden. Oh, der ist ziemlich dicht geworden hier. Baum. Nehmen wir erstmal hier. Ja, ich habe die Kuh aus Versehen getroffen. Oder hat noch nichts gedroppt hier. Oder? Hat der Dschungel auch schon was gedroppt hier? Da liegt schon mal ein Dschungelsetzling. Oder Tropenbaum-Setzling. Da kommen hier noch weitere raus. Gucken wir mal, ob da was rauskommt. Kam nichts raus, da oben zerfällt noch was. Da hat nur ein Setzling gedroppt bisher. Und Akazien, das zerfällt auch noch nicht. Ah, da ist noch ein Stück Holz drinne. Da ist noch ein weiterer Setzling gedroppt. Akazien kriegen wir mehr als beim Dschungel. Dschungel, der scheint relativ wenig ertragreich zu sein. Also weniger ertragreich als bei den Akazien. Eichensetzlinge bekommen sehr viel. Tropenholzbretter. Da fallen aber ganz schön viele Setzlinge raus. Akazien-Setzling. Da liegt jetzt kein weiterer Dschungelsetzling drin. Und jetzt habe ich auch einen Dschungelholzblock drin. So, da reinfallen da ein Tropenholzsetzling hinsetzen. Zack, da ist der erste Schwarzeichenbaum schon gewachsen. Kann ich ja noch die Fichte. Ich glaube, ich muss erstmal eigene Truhen machen. Also ich mache das jetzt lieber mit eigenen Truhen. Aber Eichenholz ist am meisten, da brauche ich dafür 6 Truhen. Das sind 6 mal 8 sind 48. Das heißt 48 Holzblöcke. Sechs Truhen für 6 Baumarten. Habe ich hier noch ein bisschen mehr Dschungelholz? Habe ich keine Setzlinge mehr? Im Dschungelholz habe ich keine Setzlinge, sehr wenige nur. Hatte ich sonst die Befürchtung beinahe, dass es mal weggeht. Das zerfällt sowieso nicht. Kein Holz mehr. Da liegt schon wieder ein Setzling rum. Die sollen alle Akazien-Sachen rein. Also hier das Akazienholz und die Akazien-Setzlinge. Und hier kommt das Ofenholz rein. Die 3 nehme ich mal mit. Und hier soll das Schwarzeichenholz rein. Schwarzeichenholz habe ich gerade nichts dabei. Und der andere Baum ist auch gewachsen. Alle sollen. Ich muss erstmal die Sachen hier mitnehmen. Fällt auf die andere Seite. Sollen am besten alle links davon platziert werden. Akazienholz und Setzlinge rein. Wenn ich das zumachen, hat er noch irgendwas gedroppt hier. Immer noch nicht.
Das ist der letzte Baum, der da zerfällt. Ein Stückchen Erde. Bin noch nicht dran. Ah, da dürfte auch kein Setzling. Das muss ich dann in den Dschungel anscheinend wieder zurück, wenn da keine weiteren Setzlinge rauskommen. Und das hier sind die Eichenholz. Also hier kommen die Eichen hin. Hier Eichenholz und Eichensetzlinge kommen hier rein. Eichenholzbretter. Kommen wir auch natürlich. Muss natürlich hier wieder Eichenholzdinger rein platzieren. Zack, zack, zack. Da geht noch ein Setzling rum. So. Und jetzt hier die Fichtenholz. Aber erstmal werde ich das hier nochmal Fichtenholz und. Ah, die Truhe ist erstmal falsch. Dann muss ich erstmal hier die Fichten abbauen hier. Wenn ich die Fichtenholzblöcke kriege. Hier stehen noch viel mehr Fichten. Ziemlich hoch. Höher als man bauen oder höher als man erreichen kann. Den Holz abbauen. Es wird wieder Nacht, aber das ist mir erstmal egal. Ich will erstmal die fertig bekommen hier. Auch so hoch. Müssen wir einen Block hochbauen. Jetzt blockt das auch schon wieder ordentlich Setzlinge. Habe ich hier 30 Fichtenholz und 5 Fichtensetzlinge gekriegt. Jetzt zerfällt natürlich alles noch. Und jetzt noch ein Birkenholz abbauen hier. So, dann kann ich erstmal jede Holz als beliebig oft züchten. Du hast bei Dschungelholz irgendwie so wenig Ertrag, also so wenig Setzlinge, die da rauskommen. Also jetzt hatte ich natürlich einen Setzling verloren. Obwohl die Eichenholz, das ist am ertragreichsten. Am wenigsten scheinen die. Oh, bei der weißen Hand sind die ersten Getreidedinger schon fertig. Aber erstmal werde ich da mit dem Part beenden. Dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben, dann sehen eure Abonnenten das. Teilt das Video, damit ich bekannter werde und abonnieren, dann seht ihr weitere Videos von mir. Bis dann und ciao.